Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, wie in der letzten Folge versprochen, heute wollten wir uns mal um das NPC-Dorf kümmern. Aber dafür würde ich gerne erstmal mein Inventar ein bisschen befreien, sag ich mal. Oh, schon wieder ein Emerald, nice. Auf jeden Fall nehmen wir uns mal hier was. Ja. Limestone nehmen wir mal ein bisschen was mit. Ja, Rede von dem Inventar befreien, knallt sich erstmal zu. Was kann raus? Latronen gar nichts. Bogen kann raus. Seeds können raus. Canola Seeds. Dann nehme ich hier mal einen Stack rein. Denn wir wollen jetzt auf jeden Fall heute mal anfangen, ein bisschen zu bauen. Wie viel Platz habe ich? Nehmen wir mal 3 Staggies, oder? Nehmen wir, oder? Ja, komm, das Zitruswurzel lassen wir mal da. So, auf jeden Fall, wie gesagt, heute würde ich ein bisschen was am NPC-Dorf hier bauen. Und da wollte ich eigentlich dann hier so einen Weg reinmachen. Nehmen wir mal. So. Und zwar würde ich mir gerne einfach so teilweise ein bisschen die Vanillehäuser abschauen. Ich finde die halt recht modisch. Das passt ganz gut rein. Ich finde, die kann man echt mal nehmen. Und ja, die sollen sich auch halt wohlfühlen, die Dorfbewohner. Oder auch nicht, wäre auch egal. Hallo Feuerlager, rein. Da sind meine Viecher. Mach die mal ganz schnell heile. Ich brauch grad was Platz. Ich weiß schon, wie ich Platz mache. Du kommst dahin und ich hab Platz. Also auf jeden Fall hier mit hin könnte, ist glaube ich mal eine Crafting Table. Platte ich mir dann mal provisorisch hier rein. Genau da. Machen wir uns mal ein bisschen was an Holz. Rufen hier mal den Boden raus. Und dann einmal hier einen schönen Oakwood Boden verlegen. Na. So. Nehmen wir die Wooden Door. Haben schon mal ein schönes Eigenheim dann. Gut. Dann pflegen wir hier noch ein bisschen Holz. Ich fand es auf jeden Fall irgendwie ein bisschen schade, dass so wenig los war beim Livestream. Aber naja, kann man nichts machen. Bin halt wirklich noch am Anfang. Sehe ich auch teilweise echt ein. Aber ich finde es trotzdem. Hat Spaß gemacht. Also wirklich dafür, dass ich so wenig Zuschauer hatte, hat es mir echt Spaß gemacht. Bin ich ehrlich. Ich habe schon wieder den einen Tipp vergessen, der mir geschrieben wurde. Und zwar sollte ich mal bei der Query schauen, ob ich mit dem Item Duck mit Pneumatic Servo das Problem lösen kann, dass ich die. Jetzt habe ich eigentlich gerade FPS Einbrüche. Dass ich die. Sammel schnell, ja. Ach Gott. Meine Güte, ich komme echt gerade nicht drauf. Mein Gott, die Buildcraft Pipes, die sollte ich da wegmachen und mal ein Item Duck mit dem Servo hinklatschen. Meine Güte, heute habe ich es echt wieder. Alzheimer müssen geht nicht mehr.
Gut, F7. Packen wir mal hier eine Torch hin. Und hier. Und das sollte schon gewesen sein. Habe ich mal das erste Eigenheim. Erste kann einziehen, Leute. Okay, dann schaue ich mal, wollte ich schauen, dass ich ein Feld noch hier dran mache. Oder? Nee, ich weiß, was ich mache. Erstmal die Kreuze weg, das. Ich habe gerade an meiner Tastatur die Musik ausgeschaltet. Also für mich persönlich den Sound meinte ich jetzt. Ich setze dann nochmal denen. Doch, mache ich dann hier. Mache ich hier nach einem Feld hin. Auf jeden Fall nicht hier diese erhöhten Felder, ich finde, die sehen teilweise kacke aus. So ein bisschen eingesetzt finde ich hier schon recht cooler. Ah, ich glaube, das kann doch noch eins noch. Ja, machen wir noch eins nach rechts. Dann nehmen wir mal die alte Doschel. So. Die Erde nehmen wir mit. Und gehen wir schnell nach Hause. Dann müssen wir wieder schlafen gehen. Oh, Smetterling. Das nehmen wir vielleicht auf jeden Fall kurz in den Grafter, weil ich will wissen, was das Ding rausgekommen ist. Na. Ich weiß aber echt noch nicht so wirklich, was ich mit dem Limestone bauen soll. Das hätte gerade schief gehen können. Die Stonewicks Cover tue ich mal raus, die brauche ich gerade echt nicht. Alter, ich brauche dringend mal ein paar mehr Truhen oder ein Müllsystem. Danke, Bienchen. Alles auf. Falsch. Na, na, na. So. Machen wir hier auf jeden Fall noch den Wegwart fertig. Ich jetzt mal an den Seiten werde ich dann auch so ein bisschen Verzierung dann machen. Könnte ich eigentlich hier schon mal den Weg was reinmachen. Also ich kann mir vorstellen, dass das echt cool aussieht. Und ich habe nämlich noch was ganz Besonderes vor mit den NPC-Dorf dann. Ich würde nämlich gerne dann hier mal schauen, dass ich irgendwann, wenn ich mir einen Server mal mieten könnte vom Geld her. Ah, das war's mit dem. Ja, das sieht kacke aus. Würde ich mir ganz ehrlich mal hier ein Hotel einbauen, dass ich dann nochmal ein paar Leute einladen könnte. Ich habe da auch schon so ein paar in Aussicht. Ich glaube, einer, der ab und zu mal hier zuschaut, wüsste auch schon Bescheid. Ja. Packen wir mal die Erde da wieder hin. Was ich mal gerade mache, weil ich gerade keinen Bock habe, zurück zu latschen.
Time to farm. Aber ich fange gerade auf, ich müsste so oder so zurücklatschen. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ah, nee, muss ich ja gar nicht. So, hier war doch. Jawohl. Es wird auf jeden Fall alles schön gebaut. Teilweise wird hier planiert, teilweise würde ich auch noch, na, da wollte ich den haben. Auf jeden Fall planiert wird hier teilweise. Hier wird teilweise verschönert. Ich glaube, dann setzen wir hier gegenüber auch schon das nächste Haus hin. Wollte ich so ein Eckhaus haben. Hier hoch. Nee. Du kommst da weg. Dann machen wir hier. Ma. Hier muss auf jeden Fall noch der Dirt weg. Okay, 1, 2, 3, wie hier. Da. So. Aber hier eine schöne kleine Bude, machen wir hier noch eine kleine Veranda hin. Ich habe zwar gesagt, das soll so ein bisschen im Stil von den normalen Vanilla-NPC-Dörfern sein, aber ich würde die auch teilweise auch ein bisschen modifizieren, wie es der Fachinformatiker sagt. Also grundlegend kann man das ja so machen. Wir nehmen da noch ein bisschen Veränderung an. Warte ich noch vor, wie gesagt, hier eine Veranda hinzubauen. Dann mache ich mal ein paar Slabbies. Aber mach mal 8, das sollte dann reichen. Gleich sind wir dann hier noch so einen Zaun dran und dann haben wir schon eine schöne Veranda. Gut, müssen wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen planieren. Oh, ich danke auf jeden Fall dem Macher oder dem Mod-Entwickler von Tinkers und sagt, das ist echt ein genialer Mod. Nee, die würde ich dann gerne doch wieder behalten, ne? Danke. Das Haus bauen wir noch weiter. Also auf jeden Fall noch fertig. Und dann würde ich auch schon diese Folge wieder beenden. Ich würde auf jeden Fall noch so ein bisschen kreativ auslassen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das hier nicht auf jeden Fall so schön werden wird wie teilweise die Gebäude vom Street Digger. Also da muss ich echt mal Imo da lassen. Der baut echt super. Also ich weiß auf jeden Fall, mein Baustil ist halt echt nicht der beste. Ist halt
Naja, ich baue teilweise so, dass es ausreicht. Machen wir hier ein größeres Fenster hin. Machen wir hier noch eine schöne Spannmöglichkeit hin. Hier hinten kommt da kein Fenster rein. Sollen ja nicht immer alle gespannt werden. Ne, nicht F3, F7. Platzieren wir dann hier eine Fackel. Machen wir da und da eine. Und dann da noch eine. Und auch hier wieder schön am Eingang. Da wäre dann wieder die Logikfrage. Hier schön Holzstufe am Fackeln. Nö, nichts passiert. Ja, dich wollte ich auf jeden Fall da haben. Schön, dass du dich da hingesetzt hast. Komm, machen wir nochmal Oak Steps, weil die werden wir auf jeden Fall auch noch brauchen können. Ich glaube, 6 Zäune, das könnte knapp werden. Ja, das wird auf jeden Fall knapp. Und schon besonders, wenn ich die hier dann auf Fell platziere. Oder, ja, komm, lass mal das einfach mal so. So sieht, ja, das. Naja, da muss noch ein. Mindestens zwei sollten da noch hin. Haben wir hier doch schon so einen Zeiteneingang? Ja, kann man lassen. So, ich lade schon nochmal zurück. Fülle nochmal mein Inventar ein bisschen was. Auf und ab, sag ich mal. Das will ich auf jeden Fall auch noch neu haben. Das Schaf kommt auf jeden Fall auch weg. Das wird geschlachtet. Oder auch nicht. Gut, ich würde sagen, das war dann auch für diese Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare gießt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss.